Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine kleine Folge von meinem Goldtagebuch. Und dazu wollen wir uns mal angucken, was ich in den letzten 2 Wochen so an Gold erwirtschaftet habe. Und da schauen wir gleich mal in meine Tabelle rein. Wir sind jetzt insgesamt in Woche Nummer 45, 46. Und ihr seht, ich habe hier nicht nur immer drin, was ich eingenommen habe, sondern auch, was wir so ausgegeben haben. Und das sind manchmal größere Summen. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen in einer Phase, wo ich eigentlich nicht so viel Gold am Machen bin, weil ich das meiste Zeug gekauft habe, was ich denn haben will. Aber wir versuchen noch ein paar Sachen abzuverkaufen, bevor es jetzt nach Shadowlands reingeht. Boosten bin ich eher im Moment ein bisschen weniger, einfach. Ja, weil ich jetzt nichts mehr Explizites brauche für Gold. Dementsprechend investiere ich jetzt auch nicht viel Zeit ins Goldmaking bzw. ins Boosten. Aber ich bin doch relativ aktiv noch im Auktionshaus, weil ich ja doch relativ viel Expulsum geschaffelt habe. Und das will ich jetzt auf jeden Fall noch an den Mann bringen oder an die Frau. Das ist mir egal, wer das kauft. Gut, wo waren wir letzte Woche? Und zwar, wir waren bei insgesamt 9,6 Millionen Gold auf beiden Accounts zusammen. Und dann habe ich jetzt die letzten 2 Wochen... Ja, ein bisschen über 1 Million Gold über eine halbe Million so rum. 1 Million ist es nicht ganz. 550.000 habe ich ausgegeben. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen mehr. Ich habe auch viel klein Transmog-Zeug gekauft. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber so die großen Sachen waren etwa so 550.000 Gold. Das ist alles Transmog-Gedöns. Wie gesagt, den Rest habe ich mir jetzt soweit zusammengeholt. Das haben wir jetzt schon mal abgezogen. Das meiste habe ich mit einem zweiten Account geholt. Und dementsprechend müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir den Betrag wieder reinholen. Ich will jetzt nicht groß Plus machen noch, aber zumindest das Gold halten, beziehungsweise vielleicht noch ein kleines Plus rausholen, sodass ich mir halt die restlichen teureren Transmog-Sachen noch leisten kann. Genau, dann schauen wir mal rein, was ich so erwirtschaftet habe. Und zwar, wir waren auf dem Main-Account, den werden wir jetzt mal als erstes betrachten, bei 3,229 Millionen. Und jetzt gucken wir mal rein. Viel hat sich hier nicht getan. Ich bin bei 3,339, also 100, knappe 200k, die wir plus gemacht haben. Wie gesagt, ich habe vielleicht ein, zwei Visions geboostet. Ja, das war es tatsächlich. Wenn ich jetzt überlege, ich habe in anderen Wochen mal 4, 5 Millionen über Boosten gemacht. Aber im Moment, wie gesagt, booste ich kaum was. Erstmal, weil die Preise relativ low sind. Das ist der eine Grund. Und zum anderen bin ich hier mit Older Things gut ausgelastet. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Das können wir jetzt mal zumachen. Und ganz dringend brauche ich im Moment kein Gold. Ne? Ich habe ein ganz nettes Polster. Deswegen boosten tun wir im Moment nicht viel. Aber wir verkaufen noch die restlichen Sachen. Und ihr seht, da ist doch einiges im Postkasten. Und ja, warum die Folge jetzt auch ein bisschen später kommt, ihr seht schon, TSM hat eine neue Version. Das ging jetzt mal bei mir ein, zwei Tage nicht. Jetzt funktioniert es und ich wollte das eigentlich mit TSM machen. Dann habe ich es nämlich bequemer, alles Gold rauszunehmen, beziehungsweise weiß auch, dann funktioniert alles. Wir haben hier mit dem Main einmal Schmiedekunst und Lederer, wo wir ein paar Sachen im AH verkaufen. Hier sind jetzt drin 178 Mails, 100 Mails sehen wir, das sind schon mal 132.000. Ihr seht, ich habe hier schon minus 14k, weil ich mir vorher nochmal ein Transmog-Teil gekauft habe. Beziehungsweise es war kein Transmog-Teil, sondern es war ein Item, das eine Quest gestartet hat. Und das hätte ich mir auch selber farmen können, aber ich hätte einfach keinen Bock. Ich dachte mir, jetzt kann ich nochmal zurück in die Garni fliegen, eine Quest annehmen, dann muss das Item droppen. Scheiß drauf, ich zahle 14k, dann habe ich das. Und so geht es mir halt oft mit Transmog-Sachen oder anderen Gedönse, dass ich mir halt einfach denke, ich mache mir jetzt nicht die Aufwand und farm sowas, sondern kaufe es mir einfach. Dementsprechend kommen halt dann die Ausgaben auch zustande, aber das sind jetzt nur 14k gewesen. Ne? Letztens auch Transmog-Teile für 200k oder so gekauft, also ein Teil. Liegt aber daran, es sind wirklich nur noch so die letzten paar Dinge, die mir fehlen und da kann man das schon mal ausgeben. Gut, ich habe auch knappe 20 Millionen für ein TCG-Mount gezahlt, von dem her, da ist das Transmog in dem Bereich was Geringeres, wobei natürlich Transmog hat eine viel größere Fülle als diese TCG-Mounts, die sind ja relativ überschaubar von der Anzahl her. So, jetzt haben wir die ersten 100 Items raus. Ach, er macht gleich weiter. Ah, das hat das alte TSM nicht gemacht, oder? Ich bin gerade überlegen, wenn ich hier Open All Mail, ich glaube, das hat dann gestoppt, auch mit dem Gold. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, interessant. Oh, warte mal, ich habe irgendwas für... Warte, hab ich mir jetzt gerade geguckt? Okay, ich habe mich gerade verguckt, ich dachte gerade, ich habe 11 Harmoniepartikel für 45.000 Gold verkauft, aber es waren nur 45 Gold. Hey, was habe ich mich da jetzt gerade so verguckt?
Ich dachte mir jetzt gerade, what the fuck, was hab ich da verkauft? Krass. Nee, aber das ist schon mal ganz nett, dass das neue TSM das alles rausnimmt. Muss man mal gucken, ob es das mit Items auch macht. Vor allem beim Shuffeln ist mir das öfter aufgefallen, dass es halt nur eine gewisse Anzahl an Sachen rausnimmt und dann stoppt, und dann muss ich immer nochmal drücken, was bei einem Inventar, das halt über 100 Slots hat, doch ein bisschen nervig war, dass man dann immer zweimal drücken musste, um das Inventar ganz voll zu machen. Vielleicht klappt das auch bei Items, das muss ich jetzt mal beobachten. Okay, was haben wir jetzt verkauft? Insgesamt sagt er mir, wir haben rausgenommen 269.000, das ist für die 2 Wochen, beziehungsweise waren jetzt ein, zwei Tage mehr, ne? Wie gesagt, weil ich jetzt hier wegen dem TSM-Update mal noch kurz gewartet habe, ist es gar nicht so verkehrt. Dann sind wir jetzt hier bei 3,45 Millionen und overall bei 3,65, so, also haben wir doch ein bisschen Plus auf Main Account auch gemacht. Jetzt nicht gewaltig, wie gesagt, ich bin ein bisschen voll. Zwecks Boosten macht es eigentlich kaum noch. Ich poste nicht mal mehr. Ich will gar nicht, dass mich einer anfragt, weil ich halt viele andere Sachen machen will. Wobei, so ein bisschen was könnte ich vielleicht auf Antonidas noch vom Addon-Start holen. Man weiß ja nicht, ob wieder ein teures Mount rauskommt, was ich mir denn vielleicht holen will. So, jetzt gucken wir aber beim zweiten Account. Und zwar sind wir jetzt auf meinem Char, wo ich halt so Crap-Sachen verkaufe. Der hat 220 Mails. Gucken wir mal, was da so alles drin ist. Ein paar Sachen sind gerade auch wieder reingekommen und ihr seht, hier ist alles Mögliche drin, ne? Von irgendwelchen Pets, hier mal so ein Pet verkauft für 4.500 Gold, über irgendwelche Grundmats, über Transmog, was auch dabei ist, also alles Mögliche. Kann es sein, dass es ein bisschen schneller das Zeug rausnimmt? Oder? Schon, hätte ich jetzt gesagt. Es scheint schneller zu sein als das alte. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, also ich muss ja gar nicht mehr klicken, ne? Das macht es ja jetzt automatisch, ich bin es noch so gewohnt. Ich habe mir hier jetzt noch nicht so reingefuchst ins neue TSM, muss ich gestehen. Aber zu weit für das, was ich nutze, und ich habe TSM immer relativ rudimentär, zumindest jetzt hier in BFA genutzt, läuft es eigentlich, ne? Also ich craft meine Sachen und stelle die in Sahar. Man kann da aber viel mehr miteinander verknüpfen und automatisieren, aber das brauche ich tatsächlich alles nicht, weil ich da relativ einfache Dinge nutze. So, auch hier haben wir 58k erwirtschaftet und ja, da habe ich jetzt auch schon mal mehr rausgeholt, aber wie gesagt, ich verkaufe halt hier den Crap, der liegen bleibt bei den anderen Chars und ihr seht, da ist alles Mögliche drin, von Transmog über Mats, über alles Mögliche aus irgendwelchen Addons, da sind irgendwelche Schlüssel dabei, irgendwelche Seiten sind da dabei und ja. Ich hau das immer und immer und immer und immer wieder ins Auktionshaus. Irgendwann kriegt man ein paar Sachen abverkauft. Ihr seht, ein paar 10, 20, 30, 40, 50, manchmal sogar 100 oder über 100k kriege ich da einmal raus. Und ja, bevor man so ein Zeug weghaut, lohnt sich's, ne? Ich kann es jedem empfehlen, sich so einen Crap-Chart zu machen quasi, wo man einfach alles hinhaut und es immer wieder reinschmeißt. Jetzt, ich muss eins sagen, jetzt die Tage, also ich hatte 2 Tage, da hat TSM bei mir nicht funktioniert. Dann habe ich es manuell ins AH getan, das Zeug. Ich sage euch ehrlich, wenn ich nicht ein Addon wie TSM hätte, es gibt bestimmt auch andere Addon, wo man das machen kann, würde ich das Zeug nicht verkaufen. Weil Zeit ist natürlich auch immer ein Faktor. Und wenn ich jedes Item anklicken muss, reinziehen muss und quasi aufs Verkaufen drücken muss, klar, das mittlerweile, das Standard-AH sucht einem auch den Preis raus, das ist schon klar, aber es dauert so viel länger. Also wenn man 20, 30, 40, vielleicht 100 Items verkauft, dann geht es noch, aber wenn man jetzt bei so einem Crap-Char mal 500, 600, 1000 Items drin hat, das ist hier nicht machbar, das einzeln rauszuziehen und reinzubasteln. Wenn das jetzt gleiche Sachen sind, wenn ich jetzt 1000 oder 10.000 Stoff verkaufe, ist kein Stress, ne? Aber das sind alles unterschiedliche Sachen und das will man sich nicht antun, um ehrlich zu sein. What the fuck, hier hat jemand für einen scheiß Umhang 12.000 Gold gezahlt, ne? Ich sehe das gerade. Wer macht sowas? Das ist ein 400er Umhang. Manchmal sind die Leute komisch, oder hier hat jemand für den Gürtel 9.000 gezahlt. Also die meisten Sachen gehen relativ günstig weg, aber manchmal latzen die Leute richtig Kohle rein. Hier haben wir jetzt auch nochmal 60k über Schneider-Items. Ich hätte jetzt gesagt Schneider und VZ-Mats, wobei VZ-Mats habe ich im Moment nicht sonderlich viel dabei. Liegt einfach dran, ich shuffle nichts mehr, ne? Also ich shuffle kein neues Expulsum.
ich nehme jetzt das, was ich noch habe, baller das raus bis zum Pre-Patch bzw. bis zu Shadowlands Release, weil es sich meines Erachtens jetzt nicht lohnt, großartig nochmal was zu shuffeln. Vielleicht bei dem einen oder anderen Char, wo ich gar nichts mehr habe. Auf einem Char auf Blackmoor ist es, glaube ich, soweit. Da habe ich jetzt gar nichts mehr an Expulsum. Da werde ich vielleicht nochmal ein bisschen was shuffeln, aber vielleicht so 100. Ja, dass mir es gerade so bis zum Add-on Release reicht. Ich habe jetzt nicht vor, nochmal riesig einzusteigen. Zum Beispiel beim Main hatte ich ja mal zeitweise, waren es glaube ich fast 3000 Expulsum, was ich geschaffelt hatte. Die habe ich dann alle weggebast, dann habe ich mir nochmal über 1000 geschaffelt. Jetzt haben wir noch 300 irgendwas rum. Ich denke mal, da werde ich jetzt die nächsten Wochen noch gut mit hinkommen. Und ja, man will eigentlich nicht zu viel noch quasi auf dem Lager haben, hat einfach den Hintergrund. Sobald Shadowlands rauskommt, wird es uninteressant werden. Ich bin nur so ein bisschen am Überlegen, kann sich's vielleicht lohnen, so die ersten ein, zwei Wochen in Shadowlands auch nochmal die Items drin zu haben? Einfach aus der Perspektive raus, okay, es gibt vielleicht viele Leute, die haben jetzt nicht gespielt, ne? Kommen dann zu Shadowlands wieder rein ins Spiel und wollen durchstarten. Denken dann, okay, jetzt ist mein Charakter übelst schwach. Haben vielleicht nur das Startgear von BFA oder haben BFA gar nicht gespielt. Solche Leute gibt es ja. Und die gehen dann ins AH und kaufen sich dann halt für 3, 4K diese 400er-Items, die halt um Welten besser sind als das, was, ja, als das, was die an Gear quasi beim Leveln, beim Questen gekriegt hat mit dem Chars. Da bin ich so ein bisschen überlegen, ob das vielleicht eine Sache wäre, die sinnig ist. Aber naja. Könnte halt auch nach hinten losgehen, kann halt auch sein, dass ich dann auf dem Haufen Mist hocken bleibe und dann quasi einen Haufen Miese mache, ne? Gut, wahrscheinlich kann man es im Laufe von ein paar Monaten auch in Shadowlands verkaufen, als Art Anführungszeichen Transmog-Gear, ne? Aber dann halt nicht die Massen, ne? Und ja, da bin ich so ein bisschen überlegen, ob ich vielleicht da noch den Markt so lange bediene, ob es dann vielleicht nochmal gut Gold reinspülen könnte. Und auch ein paar andere Sachen bin ich am Überlegen. Unter anderem gäbe es eine Option, dass man mit den alten Berufen ab Shadowlands wieder ein bisschen Gold machen kann. Da gibt es ja einige Items, die man craften kann, die dann quasi, ja, man upgraden kann mit bestimmten Items auf quasi das aktuelle Gear. Ne? Also dann auf Stufe 50 upgraden kann, was dann mit Shadowlands ja quasi die Stufe 120 jetzt ist. Und damit könnte man auch vielleicht ein bisschen Gold machen. Da muss ich mal noch ein bisschen mehr auf den PTR gucken und vielleicht tue ich auch, wie manche andere, schon mal ein bisschen Mats pre-stacken oder pre-horten. So, jetzt haben wir noch meinen hier Inschriften-Char auf Antonidas. Und der hat auch nochmal 57k drin. Ein paar Kompendien gingen noch raus, aber ihr seht schon, die meisten sind preislich relativ niedrig. Aber ich muss sagen, da mache ich trotzdem Gewinn. Übers fast ganze Addon hätte ich da richtig miese gemacht, wenn ich ein Kompendium für so wenig verkaufe. Liegt einfach dran, dass auf vielen Servern die Pflanzenpreise extremst eingebrochen sind. Also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich extremst. Wir können mal reingucken. Okay, das würde ich ganz gern wegziehen. Will er nicht. Jetzt habe ich ein bisschen zu weit runter gescrollt. Hier. Ja, ein Gold Zinnaschari. Das Zeug war teilweise übers Addon. Also so 10, 20 Gold waren normal, hätte ich jetzt gesagt, ne? Und teilweise waren die Sachen auf manchen Servern einfach mal oben auf 40, 50 Gold zwischendrin. Also die richtige krasse Sprünge, da haben viele Leute spekuliert mit. Und jetzt auf einmal ist das Zeug runter auf 1 Gold. Manche Server ist es unter 1 Gold. Ihr seht, Marktwert ist hier nur noch 95 Silber. Und das verschiebt natürlich alles, ne? Dann ist ein Kompendium mit 1000 Gold auch gut gezahlt, weil du halt einfach nur noch ein Zehntel der Mattkosten hast. Ne? Also zumindest von den Pflanzen gutes Expulsum. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Da hat sich, glaube ich, nicht viel getan von den Stoffen her. Aber das war tatsächlich bei den Kompendien nie der große Faktor. Ne? Das Expulsum. Das Expulsum kannst, ich rechne pro Expulsum 150, 200 Gold kannst du pro Expulsum rechnen. Und ja, ich glaube, zwei Expulsum brauchst du für so ein Ding. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall, der große Punkt war meistens halt einfach immer diese Tinte. Und die Tinten stellst du aus diesem Pulver daher und das kriegst du wiederum aus den Pflanzen, ne, wenn die klein mal ist. Also dementsprechend ist das halt der große Faktor gewesen. Jetzt sind die extrem runtergegangen. Dementsprechend ist die Gewinnspanne da auch ein bisschen besser geworden, ne? Bei den anderen Mats habe ich jetzt nicht so viel miterlebt, wobei ich da auch einiges noch vorgekauft hatte, also gar nicht so den Bedarf habe. Bei den
Bei den Pigmenten, so Staub ist es ja nicht, Pigmenten ist es bei Inschriftenkunde. Da habe ich es immer relativ schnell gemerkt, dass mir der so schnell ausgegangen ist, weil diese Trinkets halt schnell weggehen und brauchen halt so eine Riesenmenge. Und da die Pflanzen relativ teuer sind und die Schwankungen groß, habe ich da nie groß gehortet, weil ich wusste, ah, okay, wenn ich es jetzt da vielleicht kaufe, dann wird es gut billiger, ne? Und dann kann es wieder hochgehen. Muss man mal so ein bisschen auf den Markt hören. Gut, jetzt schauen wir mal hier, sind wir einmal auf Blackmore geswitcht. Und da habe ich jetzt meinen VZ und Ingi-Char. Hier ist aber irgendwie jetzt nicht sonderlich viel drin, 37k. Naja, naja, naja. Haut mir jetzt nicht vom Hocker. Mit dem habe ich aber noch relativ viel Expulsum. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht wegkriegen. 400 Expulsum mit Ingi geht halt nicht sonderlich viel raus, muss man einfach so sagen. Und VZ braucht eh eigentlich fast kein Expulsum. Das Einzige, wo man Expulsum brauchen könnte, wären die Zauberstäbe. Aber die gehen jetzt auch nicht so gewaltig weg. Dementsprechend, ja, da muss ich mal schauen, wie ich das Expulsum noch loswerde. Bei dem Chavi jetzt, einem Schmied und Lederer, da geht Expulsum raus wie nochmal was. Für die Waffen brauchst du teilweise 5 Expulsum. Da hast du 100 Expulsum, wenn dein ganzes Zeug wieder, also wenn du alles komplett herstellst, dann hast du 100, 200 Expulsum gleich mal rausgehauen, ne? Also das geht dann immer relativ schnell. So, was wir jetzt schon mal gucken können, und zwar, wir können gleich schon mal schauen, wie das Gold jetzt hier beim Main-Account sich entwickelt hat. Wir haben 3.653.000, das können wir. 653.000 können wir jetzt hier eintragen. Heißt 400k plus gemacht, ne? 250 durch Verkäufe, 150 durch Boosten, knappe 400k, ein bisschen mehr noch. Ist okay, aber es ist jetzt kein gewaltiger Sprung. Ich hoffe, dass wir halt hier noch ein bisschen was rausholen, ne? Ich hoffe, dass der ein oder andere Schmiede-Lederchar noch was abwirft. Die anderen Berufe sind ja meistens eher so ein bisschen mäßig. Vor allem jetzt am Ende von der Expansion merkst du. So, das ist mein Schneider-Char, auch 37k, ist jetzt auch nicht sonderlich viel. Da habe ich aber jetzt auch nicht mehr das komplette Sortiment im Auktionshaus. Liegt daran, das ist der besagte Char, der keine Expulsion mehr hat. Also mit dem, gut, ich hätte jetzt auch einen Stoff, ich könnte jetzt ein bisschen shuffeln, wobei ich da einfach jetzt nicht so zugekommen bin. Ne? Im Moment fahre ich halt die Tour, ich schmeiße das ganze Zeug nach und sage, aha, ich versuche noch das Expulsion, was ich habe, loszuwerden, aber ich bin jetzt nicht so aktiv in den Berufen, dass ich sage, okay, ich muss jetzt alle immer auf 100% Expulsum auf 100, 200, 300 halten, dass ich quasi die Produktion aufrechterhalte. Die Stoffsachen, da ist die Gewinnspanne eh nicht so hoch. Das sind teilweise 300, 400 Gold pro Item, was ich Gewinn mache. Also da muss ich jetzt nicht unbedingt schaffeln. Das sind nicht die großen Sprünge. Bei manchen anderen Chars, ne, wenn ich eine Waffe für 1000, 2000 herstellen und sie für 5, 6k verkaufen kann, da ist natürlich der Gewinn pro Item relativ gut. Ne? Da gucke ich natürlich ein bisschen anders. Aber ich denke mal, auch bei dem Stoffchar werde ich jetzt nochmal ein bisschen Expulsum mehr ranholen, wenn die Tage ein bisschen Zeit ist und ich da ein bisschen schaffeln kann. Ja, jetzt gehe ich zu meinem Char, der so ein bisschen der Hoffnungsträger ist. Und zwar Schmiede-Leder-Char, schon angesprochen, meistens ja der Char, wo am meisten Gold rumkommt. Und auch hier 90 Mails, 189.000. Ja, das hatten wir schon bessere Tage, ne? Aber nichtsdestotrotz, knappe 200k, sagt man nicht nein zu, nehmen wir nochmal mit. Auch hier seht ihr, ich habe mit den Chars eigentlich immer die Mats auf Vorrat, dass ich jetzt nicht darauf angewiesen bin, okay, wenn die Preise extrem hoch gehen, dass ich dann nichts mehr herstellen kann. Ne? Also ein paar Mats habe ich auf jeden Fall immer rumliegen und wenn sie günstig sind, dann kaufe ich mir immer noch ein bisschen mehr ein. Aber ich schaue nicht jeden Tag, muss ich gestehen. Man sollte öfter schauen. Mit dem habe ich jetzt noch 200 Expulsum. Das werde ich sicher noch aufbrauchen die nächsten Tage. Ja, ich muss nur überlegen, ob ich mit dem Ingi-Char vielleicht noch ein bisschen was loswerde. Schwierig. Die Waffen, naja, gehen halt auch nicht ganz so gut, die Ingi-Waffen. Zumindest hier auf Blackmoor. Man merkt halt auch immer so ein bisschen, wo die Konkurrenz ist. Wobei ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Scans letztens durchlaufen lassen, ne, auch heute wieder. Und da waren erstaunlich viele Items dabei, wo dran stande, will ich sie abbrechen quasi, dass ich sie höher einstellen kann. Heißt, ich wurde nicht überboten. Und normalerweise ist so ein Counter-Scan auf einem großen Server, so dass eigentlich, wenn nach einem halben Tag, dass du eigentlich bei allem überboten bist. Also tutti kompletti bei allem. Meistens auf den großen Servern zu der Primetime, wo jetzt hier die Gewinnspannen noch um einiges höher waren, wie sie jetzt sind. Teilweise, ich habe die Sachen eingestellt, 20 Minuten später war ich bei allem unterboten, ne?
Teilweise schon teilweise bei manchen Sachen nach einer Minute oder so. Also da ging es richtig ab. Du merkst, dass der Markt sich jetzt beruhigt hat. Die Gewinnspannen sind nicht mehr so hoch, nicht mehr so viele Leute sind im Markt drin. Ich denke mal, einige sind schon früh abgesprungen, die sich gesagt haben, okay, Pre-Patch kommt gleich, ich investiere jetzt nicht nochmal Kohle in Expulsum, am Ende bleibe ich noch drauf hocken. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz dumm, aber das kann halt auch eine Chance sein, tatsächlich, dass man sagt, okay, jetzt sind viele Akteure aus dem Markt raus, jetzt kann man vielleicht nochmal ein bisschen was mitnehmen, ne? Ich würde jetzt keinem empfehlen, da nochmal große Summen rein zu investieren, aber so ein bisschen was bei den Berufen könnte sich auf jeden Fall lohnen. Zumindest, ich mache noch Gold, ne? Keine großen Summen, aber ich mache auf jeden Fall noch Gold. Und ich habe halt den Vorteil, ich mache das heute auf dem Zweiter-Account und kann das halt so nebenbei reinschmeißen. Ja? Was ich aber merke, ich habe einen großen Fehler gemacht, einen kapitalen Fehler. Und zwar habe ich auf einen Char hier auf Equin ist es, glaube ich, mit Schmied und Lederer. Dachte ich mir, komm, jetzt stelle ich gleich mehr Sachen her, dass ich dann nicht mehr gucken muss. Stell von jedem 10 her. War ein ganz großer Fehler. Kann ich euch gleich sagen, warum? Jetzt müssen wir nur gucken. Das war jetzt Schmied und VZ. Und da haben wir nochmal 52k mitgemacht. Ist okay. Ja, ist jetzt kein großer Sprung. Und zwar, um auf das andere zurückzukommen, das Problem ist, also Blizzard hat ja mal eine Änderung mit eingebaut vor ein, zwei Monaten, dass man im Auktionshaus nicht mehr so viele Anfragen hintereinander stellen kann, weil sie behaupten, okay, das hat zu Lecks geführt. Ich hatte zwar irgendwie nie jetzt irgendwie in den normalen BFA-Zonen Lecks oder irgendwas gehabt. Ich hatte ein, zwei Mal in Nasjatar, da waren irgendwie, wenn du auf bestimmte gespinnte Xtreme-Server geswitcht bist, auf einmal hat die komplette Zone sich aufgehängt. Das ja, aber so jetzt normale Lags hätte ich jetzt eigentlich kaum. Auf jeden Fall haben sie behauptet, okay, du hast dann Lag-Potenzial und sie wollen es eingrenzen und haben halt den schwarzen Peter den Leuten zugeschoben, die im Auktionshaus unterwegs sind, und zwar im großen Stil, heißt, die viele Interaktionen im Auktionshaus tätigen. Kann sein, dass das stimmt, das weiß ich nicht, ne? Kann ich jetzt schwer beurteilen. Auf jeden Fall ist es halt nervig, wenn du halt viele Sachen vor allem abbrichst, also den Council-Scan durchführst, dann hängt es extrem und es geht gar nichts mehr. Und ich hatte die Problematik, dass ich mit dem Char hier auf die glorreiche Idee gekommen bin, komm, ich stelle doch ein paar mehr Items rein. Und ihr seht, ich habe hier Sachen drin, das sind so 150, 200 Items. Ne? Mit den meisten anderen Chars habe ich halt so 70, 80, vielleicht ein bisschen unter 100 Items drin, weil ich stelle mir halt von jedem, von den Berufen, ne, immer von jedem Item 5 her. Ne? Und das sind halt, ich müsste jetzt gucken, wie viel das sind. Das sind, glaube ich, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Items. 1, 2, 3, 4, 5. Also, ja, 11 mit Schmiedekunst, ne? Und wahrscheinlich dann ähnliches nochmal mit Lederer, ne? Heißt, wir haben so um die 20 Items, die mal 5, ne? Haben wir 100 Items. So lange ging das noch relativ gut. Jetzt habe ich das Ganze auf 200 Items, weil ich auf die glorreiche Idee komme, komm, ich stelle jetzt von jedem gleich 10 her, ich will das Expulsum eh raushauen. Ja, Folge davon war, ich brauche etwa 5, 6 Mal so lang, einen Council-Scan zu machen, weil die ersten 100 Items, die bricht er mir noch einigermaßen gut ab. Alles andere, da geht nichts mehr. Dann kriegt teilweise nur noch ein, zwei Items in der Minute. Das ist so langsam dann, das ist so nervig, hätte ich nicht machen sollen. Dass ich dann das Zeug counseln kann. Ja. Und vor allem das Reinstellen ist halt dasselbe nochmal. Also da, ja, sollte man überlegen. Lieber mit einem Char so ein bisschen unter 100 Items bleiben, ist tatsächlich besser. Wenn man die Sachen nicht cancelt, geht's eigentlich, muss ich sagen. Aber das Canceln, da haut Blizzard irgendwie einen Riegel rein. Jetzt nehmen wir das mal noch raus. Hier auch nochmal 188 Gold. Gar nicht so schlecht. Ist, glaube ich, mehr als auf Main, ne? Auf dem Main hatten wir so 250, hier 280, fast 290. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall haben wir gut was verkauft, ne? Haben auch viele Items im Auktionshaus. Aber das werde ich nicht mehr machen, ne? Ich habe ja diesen einen Crab-Char, der halt ein paar hundert Items hat. Das Einstellen, da merke ich zwar auch, dass es langsamer wird, aber nicht so extrem. Beim Canceln, da geht teilweise gar nichts mehr. Wenn ich einen Cancel-Scan mache, wie gesagt, 70, 80, 90, 100 Items vielleicht kriegt er gecancelt. Und bei 70 wird es schon langsam. Aber ab dem 100. Der kann sich knicken, da geht nichts mehr. Das ist so nervig. Dann habe ich jetzt heute zwischenrein die Sachen wieder eingestellt, neuen Cancel-Scan angeworfen und dann ging es wieder nach ein paar Minuten. Aber das hält ich halt extrem auf, ne?
wenn du nur die Charts durchloggen willst. Also das ist so ein kleiner Lernfaktor gewesen. Okay, lieber versuchen, die Stückzahlen geringer zu halten. Dann komme ich wesentlich schneller mit den Charts durch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob zum Beispiel ein Relog das Problem lösen würde, ob der das dann als neuen Char erkennt. Weil ich mache ja eigentlich nichts anderes, dass ich von einem auf den anderen Char logge die ganze Zeit. Und dementsprechend habe dann mit dem Cancel nie Probleme. Vielleicht wird es beim Reloggen oder beim Switchen auf einen anderen Char jedes Mal resetten. Oh, es war sogar noch mehr Gold. 346.000 habe ich sogar gemacht. Gut, also man muss jetzt sagen, bei dem hat es wesentlich länger gedauert. Ich habe jetzt aber ein gutes Stück mehr Gold gemacht. Kann jetzt natürlich sein, dass ich gleichzeitig mehr Items immer hatte, ne, dass es daran lag. Oder dass der Server einfach besser ist. Das ist jetzt schwierig abzuschätzen, aber trotzdem würde ich eher bei 5 bleiben, als auf 10 zu gehen, weil, wie gesagt, das hat einfach so viel länger gedauert, irgendwas verkaufen zu können. Naja, so ist es. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich denke mal, da haben wir 350, beim anderen hatten wir über 2, ah ne, das war auf dem anderen Account 250, hier hatten wir auch knapp 200k. Also ich denke mal, das müssten wir eigentlich, die 550k, die müssten wir eigentlich drin haben. Schätze ich jetzt mal ganz grob. Zumal ich hatte die Woche nicht sonderlich viele Ausgaben über Berufe, weil ich das Expulsum ja vor einem Monat oder so mal in einer großen Aktion da geschaffelt habe. Das habe ich so ein bisschen nebenbei gemacht, ne? Da hatte ich Urlaub gehabt und war eh auf meinem Main-Char quasi sehr aktiv und habe Zeug gefarmt. Also Transmog, nicht Zeug in Form, um Gold zu machen, sondern einfach so Transmog für mich selber. Und da konnte ich nebenbei ganz gut durchstaffeln. Das war eigentlich eine relativ schöne Sache. So, dann sind wir jetzt noch auf meinem Ingi- und Inschriftenkunde-Char hier auf Equin. Und da haben wir, ja, 87k gemacht. Gar nicht schlecht. Ist da irgendwas besonders Teures dabei? Gibt ja immer so Items, wo dann auf einmal, wie vorhin den Umhang, jemand entscheidet, ah, komm, ich kaufe mir so einen Umhang für 12.000. Da sind meine Stats drauf, 400 Items mit Biz-Stats, den hole ich mir, den brauche ich unbedingt. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Server. Und zwar, wir haben jetzt noch einmal Erida. Das switchen wir jetzt noch hin, mein letzter Horden-Server. Ich habe es eigentlich relativ gut ausgeglichen, ne? Ich habe zwei Allianz und zwei Horden-Server, wo ich großartig Mats am Verkaufen bin, beziehungsweise nicht Mats, sondern Gear. Teilweise auch Mats, ne? Bei meinem Stoffchar habe ich wieder irgendeinen Filter falsch eingestellt. Da hat er mir den Stoff, den ich auf Lager habe, quasi so langsam abverkauft, immer in Fünfer, in Fünfer-Stacks, was eigentlich nicht so geplant war. Da muss ich mal nochmal irgendwas umstellen. Das ist auch so ein bisschen das Gefährliche an TSM. Das Addon ist sehr gut. Aber du musst es halt auch einmal so einstellen, dass es das tut, was du willst. Wenn du es nicht ganz richtig machst, kommen teilweise komische Sachen raus. Und ich habe auch schon miese Verluste dadurch eingefahren, weil ich, was man dem Addon nicht unbedingt ankreiden kann, sondern ich halt Sachen, ne, nicht ganz richtig eingestellt habe. Aber mal gucken. Ich muss mal das jetzt die neue Version dann demnächst, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, mal genauer unter die Lupe nehmen und mir das mal ein bisschen genauer angucken. So, dann haben wir jetzt hier noch einmal meinen Char auf Erida mit Schneider und VZ. 37k. Ihr seht immer, die Kombi, die reißt nicht sonderlich viel. Da kommt leider nicht sonderlich viel rum, aber auch Kleinvieh macht Mist, ne? Und am Ende summiert sich das Ganze auf. Kann ich wieder ein bisschen Transmog kaufen? Ich habe jetzt auch angefangen, alles Mögliche für andere Chars, also so Kleinbeträge aufzukaufen. Immer wenn ich jetzt hier die Chars das erste, was ich mache, kaufe immer so für ein paar Gold halt. Mal ein paar Plattensachen, mal ein paar Stoffsachen raus, mal ein paar Waffen oder auch zwei Transmog. Immer mal wieder so ein bisschen was. Genau, was ich euch vielleicht noch zeigen kann, was ganz interessant ist, wenn wir jetzt hier auf den Ladebalken warten. Was ich auch, warte mal, falsches Addon hier. Was ich auch gesehen habe, was ich ganz praktisch finde, was man mittlerweile einstellen kann, man kann die einzelnen Chars hier raus und reinnehmen. Ich glaube, das konntest du beim alten TSM nicht machen, da konntest du nur, wenn einen spezifischen Char oder alle anzeigen. Und das ist eigentlich ganz cool. Dann siehst du hier nämlich in Graphen, wo du mit dem Gold warst, ne? Und kannst das ein bisschen unterscheiden zwischen den Chars, wo es dir drauf ankommt, ne? Teilweise sieht man bei mir richtig so die Einbrüche, dass es so stetig hochgeht und dann hier 21 Millionen, zack, 4 und dann zack, auf 1 Million. Das sind dann immer, wenn ich mir halt irgendein teures, wahrscheinlich habe ich mir da ein teures TCG-Mount gekauft oder hier
noch irgendwas anderes Teures. Ne? Da ging es dann immer ganz gut nach unten. Genau, also das ist ganz praktisch, vor allem um so ein bisschen auch verschiedene Charts zu tracken. Wie gesagt, ein paar Sachen habe ich mir schon angeguckt, aber im ganz Groben nur und noch nicht in genau ins Detail, was man da so alles neu machen kann. Genau, jetzt schauen wir mal hier, das müsste mein Schmied- und Lederchar sein. Der müsste auch nochmal ganz gut was abwerfen. Ja, gut, 176. Aber muss sagen, Nummer 1 war diesmal Ekwin, Nummer 2 Antonidas, Nummer 3 Blackmore und Nummer 4 hier Erida. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht wirklich auch an der Masse liegt, ne, die ich mehr eingestellt habe. Das kann tatsächlich sein. Aber ich meine einfach, ich habe auf Ekwin nicht so viel Konkurrenz, ne? Ekwin scheinen nicht so viele Leute die Sachen einzustellen oder vielleicht auch nicht mehr so viele Leute die Sachen einzustellen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen auch daran. Ich meine aber auch, dass es ein Ticken schneller jetzt rausgeht, das Zeug. Es war vorher schon nicht langsam, aber es geht ein Ticken schneller, meine ich noch. Als es davor war. Mal gucken, was wir insgesamt zusammengekriegt haben. Ich war mir jetzt schon wieder unsicher, okay, haben wir die Millionen, haben wir sie nicht. Aber ich mein doch. Müsste eigentlich zusammenkommen. Gut, man müsste jetzt halt fiktiv noch das rechnen, was ich eigentlich in Mats habe, ne? Wie gesagt, das Expulsum kostet ja was und die Erze, Kräuter und Leder, Stoffsachen, die kosten ja auch was. Aber das kaufe ich meistens in großen Mengen ein, dann, wenn es sich rentiert. Und das ist jetzt nicht in der Spanne mit drin, deswegen lässt sich das halt schlecht gegenrechnen. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber gut. Überlege in meinem Urlaub, wie viel Expulsum ich da geschaffelt habe. Ich glaube, das waren also teilweise. Also ich glaube, auf allen Chars ist 5, 6, 7, 8.000 Expulsum, ne? Muss ja dann rechnen, dass ich auf jedem Char 5, 600 Expulsum hatte und das sind ja immer 3 Chars oder teilweise sogar 4 Chars pro Server. Also da kommt schon was zusammen an Expulsum und dann halt dementsprechend auch an Stoffen. Also ich habe Stoff aufgekauft noch und nöcher. Gut, letzter Char, da haben wir Inji und Inschriftenkunde. 137k. Für die Kombi tatsächlich das Beste. Da sind aber die Preise auch gut, ne? Seht ihr? Alles bei 2, 3k hier. Da sind tatsächlich einfach die Preise nicht so schlecht. Was ich mich gerade frage, ist da, ob da die Kräuter teurer sind? Jetzt mal kurz nachgucken, das würde mich jetzt noch interessieren. Gut, es waren jetzt viele Ingi-Sachen dabei, aber wie es hier mit den Kräuterpreisen aussieht. 89 Silber! Krass! Aber auch hier, ne, also es ist so krass, wie das eingebrochen ist. Aber wirklich so von einem auf den anderen Tag. Okay, nicht schlecht. Gut, dann sind wir jetzt hier auch wieder durch. Dann gucken wir jetzt mal alle Charaktere, alle Klassen. Okay, wir haben hier 7 Millionen 115.000, das tragen wir jetzt ein. 700, 115.000. Ja, gut. Ne? Da haben wir noch ein ganz gutes Plus gemacht. Sind wir bei. Achso, das kann ich raus. Ach nee, doch. Warte mal. Rauslöschen. Genau. 100. Nee, 1.700.000 plus gemacht. Da sind die 550. 1000 schon rausgerechnet, ne, weil wir wollen ja hier quasi den Gewinn errechnen ohne diese Transmog-Ausgaben, die spielen ja hier nicht mit rein ins Chart. Ist eine ganz nette Sache, wenn man bedenkt, dass ich ja boosttechnisch eigentlich, wie gesagt, lass es 1, 2 Visions gewesen sein, ne? Das waren 100, 200k, was ich in 2 Wochen gemacht habe, das ist nichts, ja. Eigentlich fast alles mit Berufen, ne? Eigentlich gar nicht schlecht. Das nebenher ist okay. Dafür. Dass wir jetzt quasi am Ende vom Addon sind, ist eine ganz nette Geschichte. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, was ihr dabei wart. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare so. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euchela, bis dann. Ciao.